Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal von Gleich und Dollar. Heute zeigen wir euch ein Gameplay von mir, und zwar ein 21 Kills Gameplay, müssen wir sagen. Ich glaube, es sind 21 Kills, ich bin mir sicher, 21 oder 22 Kills. Ja, ihr habt euch ja inzwischen mal wieder ein Video gewünscht mit Kommentaren. Habe ich dann gleich dem Herrn sofort gesagt, hier, wir brauchen wieder ein Gameplay mit Kommentaren. Ja, wir sind ein bisschen am Rumexperimentieren momentan. Wir machen das hab Ganze. Habe ich ja gleich erstmal eins gespielt, dann können wir wenigstens kommentieren. Wir haben ja. Wir versuchen ja immer irgendwie, wir gucken ja immer, was euch am besten gefallen könnte, ja. Und, ja. Jetzt haben wir mal ausprobiert, halt mal ohne Kommentare, weil es ja auch schon Leute gab, die gesagt haben, oh, das ganze Gelaber und so, ja. Jetzt wünscht sich Master Mick, hat's, glaube ich, die Kommentare mal wieder zurückgewünscht. Also machen wir das jetzt mal. Wir gucken einfach mal. Sagt uns, was euch am besten gefällt. Und wir liefern euch den Content, Leute. By the way, wenn irgendwelche anderen YouTuber hierbei zuschauen sollten, ja, wenn ihr euch irgendwelche Clips nehmen wollt für eure Videos, macht's einfach. Kein Thema. Packt's irgendwo rein. Demi ist promoted natürlich, Leute. Also es ist. Ja. Er gleich sagt es jetzt ein bisschen falsch. Okay. Wenn ihr sie benutzt, dann promotet sie bitte. Die Clips. Ja, also ihr müsst nicht extra um Erlaubnis bitten, um das für eure Clips oder so benutzen. Insofern unser Kanal halt verlinkt ist. Muss ja nicht verlinkt sein, das reicht ja, siehst du ja hier den Namen. Ja, solange der Name irgendwo zu sehen ist im Gameplay. Dass man wenigstens weiß, von wem es ist. Wenn der Name nicht zu sehen ist, ist es verboten, den zu nehmen. So, also jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist ja selbstverständlich. Nee, ist nicht. Glaub mir das. Ja, ich weiß, inzwischen hatten wir ja schon mal eine Anfrage gehabt von einem, der wollte tatsächlich, das könnt ihr euch das vorstellen, der hat ernsthaft gefragt, ob wir ihm die Replay-Dateien geben könnten. Weil er das als seine eigenen Videos verkaufen wollte. Ja, also ich wusste nicht mal, dass sowas geht. Ja, by the way, man kann bei den Replay-Dateien seinen Namen ändern. Oder der Name würde dann in dem Fall nicht SOG sofort nicht speisen oder alles, keine Ahnung. Aber das sind wirklich richtige Replays von uns hier. Also, beziehungsweise von Herrn sofort, nicht von mir. Ich kann das nicht. Ja, also nicht so. Du kannst Fortnite. Hey, es gibt noch noobigere Noobs als mich. Das ist aber schon selten. Aber es gibt sie. Ich treffe immer mal wieder auf welche davon. So. Wie viele Kills hast du jetzt schon? 3? 4. Okay. Ich glaube. Tschüss. Ich glaube, ich 4 oder 5, 6. Wie viel hast du gefragt? 3 Stück? Ich war erst bei 3, ja. Also jetzt der vierte dann halt, hätte ich jetzt gedacht. So. Überlegt, ne? Hm? Du hast noch irgendwas überlegt, wo du hin willst oder so. Nee. Nein? Ich muss das Hoverboard drehen. Leute, das sieht so geil aus, oder? Na, diese Jump-Tricks da macht. Schon mega fett. Und da hinten fliegt auch noch so einer rum, ne? Ja, das war das Geile. Alles verschossen. Naja, 2 Hits. Hui. Zack. Down. So, und da liegt der klägliche Rest von ihm. Epic Games an euch, bitte fix mal Replay. Warum, was meinst
Ist laggy. Aber ich glaube, das liegt im Aufnahmeprogramm. Das liegt eher am Auf. Leute, by the way, ich use ja inzwischen ein ganz anderes Aufnahmeprogramm. Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, alle wirklich YouTuber benutzen OBS. Ich benutze jetzt was anderes, ich benutze es von Nvidia-Programm und es läuft einfach tausendmal besser. Und alle Leute, dafür nicht bezahlt, wenn ich sowas sage. Aber es läuft halt einfach hundertmal besser. Wie ihr seht, ey, das ist unfassbar. 40 FPS, das ist tot. In meinem Programm hätte ich 150, ey. In der gleichen Grenze ist inzwischen. Ja, wir müssen es dann aber hier machen, damit wir unseren Washi und Tiggy reinbekommen können. Das geht nämlich mit deinem Programm nicht. Doch. Hä? Funktioniert, aber du kannst nicht anfallen, wohin die muss. Achso, wohin die muss. Kannst du nicht teilen dann. Nein. Dann hängen wir aneinander und das will ich nicht. Achso. Willst du nicht an mir dran hängen? Mhm, dann stehen sie hier. Okay. Mhm. So, also, weiter geht's. Wie viele Kills habe ich? 7? 8 Stück schon. Ach Gott. Und da macht er wieder Salty. Salty? Mhm. Was ist denn für Salty? Was hat jemand gemacht? Ja, aber das ist noch keine Salty. So. Saltos. Ein Saltos. Salty ist die richtige. Salto ist ja ein italienisches Wort eigentlich und Salty ist die richtige Mehrzahl. Komm, geh mir weg mit irgendwas vom grammatikalisch richtigen Deutsch, ey. Ich bin in der Schule. Ja. Hm? Wie schön ist es, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist. Salty, Saltos, ey, das ist. Jeder sagt Saltos. Nein. Oder Backflips. Definitiv nicht. Backflips kannst du auch sagen. Oder Frontflips, ja. Dann sag ich halt alles auf Englisch. Nee, egal. Ich hab da versucht, ihn irgendwie zu trickshotten. Das war schlimm, dass du da runtergegangen bist. Ich habe vorhin wollte schon mit ihm wetten, mal gucken, wie oft er jetzt in diesem Video sagt, das hat ihn genervt. Hat er schon gesagt, er sagt sich, ich wusste, dass jetzt jemand was muss es sich anstrengen, ne, es nicht zu sagen. Ja, ich hab's ja nicht gesagt. Ja, ich weiß, aber ich habe gemerkt, es lag dir auf der Zunge. Ob ich die Leute dafür nicht betraue. Mhm. Leute, by the way, es gibt noch eine andere 20 Kills Runde, ich weiß gar nicht, ob die schon vorher oder jetzt danach hochgeladen wird. Da habe ich 20 Kills, bis 21 Kills in einem Duo Pop-Up Cup gedroppt. Das ist nicht der Pop-Up Cup. Gauntlet Duo, so. Dieses Gauntlet Event. Ja, wie auch immer. Das ist ein Pop-Up Cup eigentlich. Nein. Beim Pop-Up Cup musst du zum Beispiel nicht den Buy-In nehmen und so weiter. Ja, das ist richtig. Und du kriegst auch beim Pop-Up Cup. Weil gleich wären es alleine dann 50 Punkte minus. Nein, du kriegst auch beim Pop-Up Cup kriegst du auch nicht. Punkte pro jeden Kill ein Punkt. Ja, das ist, finde ich, schlimm. Beim Pop-Up Cup. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt ziemlich cool. Also so wie sie es jetzt gelöst haben, finde ich es eigentlich. Also ich finde, jetzt in dieser Season haben sie extrem viele Sachen besser gemacht. Ich habe auch die Community gehört. Seit 4 Seasons. Also, Flugzeuge raus, zum Beispiel pro Kill kriegst du ja, gut, die ganzen Energie Noobs zurück. Die ganzen Noobs haben sich jetzt, beschweren sich jetzt. Ah, die Flieger sind raus. Die Flieger, nein, meine Flieger. Oh, jetzt kann ich nicht mehr spinnen. Ah. Schlimmste Albtraum in dem Spiel ist raus. Naja, nee, der schlimmste Albtraum war das Schwert. Oh ja. Alter, Leute, ich hab's ja damals schon zu dir gleich gesagt, wenn Platzin gesagt. Achso, übrigens, das war auch ein Turnier. War das auch ein Turnier? Das war ein Gauntlet, ja, das war auch das Gauntlet Solo-Turnier. Da bist du doch zu mir ins Zimmer gekommen. Stimmt. Und hast zum, da habe ich gesagt, yo, ich bin gerade noch low-killed bei 11, weil ich habe normalerweise droppe ich immer 20er Bombs direkt in meiner ersten Runde. Also meistens, ich habe jetzt 4 20 Bombs schon gedroppt in Turnieren. Also in sowas wie Power Cups oder Gauntlet Turnieren. 4 Stück. 2 davon in Gauntlet Turnieren. Ja. Mhm. Und zu deshalb war ich halt noch low-killed, 12 Stück. Low Kill 12.
Ich weiß, wir hatten mal vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor einem Monat oder so ein Video hochgeladen, High Kill Round, und das waren 12 oder so. Jetzt Low Kill. Das hast 12 du, Kills. Ja, aber das hast du beschriftet. Also, sorry, Border. Leute, wenn ihr einen Titel seht, High Kill Round, und da drin kommen vor 12 Kills, das war ich nicht. Das war Hellgleich. Das muss Hellgleich gewesen sein. Das mache ich inzwischen weil zwölf, auch schon gar nicht. Weil 12 Kills, Leute, sind für mich keine High Kills, das ist Medium or Low. Medium or Low? Alter. Hey, guck mal da hinten. Ich meine, der gleich beste Runde waren 7 Kills. Ja. Nee, 6 Kills. Nee, 7. 6 Kills. 7 hatte ich. In der normalen Runde? Nee, in der normalen Runde glaube ich nicht. In der normalen Runde sind bei dir 6 Kills. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, bei dir 6 Kills auf dem Counter zu sehen. Das passt halt gar nicht zusammen. Ja, das war aber auch noch. Ey, Leute, stellt euch mal vor, er gleich würde Tony Bombs droppen. Ja. Ja, ein Träumchen. Da kommt aber gleich den Main. Ja, ich musste jetzt erstmal lernen zu Hotkeyen. Leute, er gleich hat sich die ganz. Hat die, Leute, an die Leute, die mit Hotkey spielen, also alle, denken sich jetzt wahrscheinlich, Herr Gleich, wie konntest du überhaupt einen Kill machen? Ja, sorry, ich habe bei meinem allerersten Fortnite-Spielen direkt meine Steuerung umgesucht. Auch wenn diese Steuerung die schlimmste Steuerung wahrscheinlich in ganz Fortnite ist. Die du hast, ne? Ja, ja. Aber ich komme damit super klar. Ja, du musst damit klarkommen, das ist das Wichtigste. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Kill an. Ja, wir haben auch mal jetzt so ein Experiment gemacht, also weil wir jetzt immer diesen Edit-Kill gesehen haben, ne? Jetzt mal ein Experiment gemacht. Ich mit der PlayStation sollte mich zu ihm rein bauen, also eine Wand zu meiner machen. Das war mit meinem Ping überhaupt nicht möglich. Leute, und das hängt nicht in der PS4, Leute. Aber gleich redet mal wieder. Wieso, du hast es auch nicht hinbekommen? Leute, ihr müsst, das ist ja das, er gleich hat mit WLAN gespielt. Und Leute, an so, die Leute, die nicht wissen, WLAN und LAN. Stimmt. LAN, Leute, ist ja mit Kabel Internet und WLAN ist ohne Kabel. Das Internet, also LAN mit Kabel halt, ja, ist schneller. Stimmt, ja. Und deswegen liegt es nicht an der PS4, also gleich muss ich schon richtig sagen. Weil das halt stimmt, nee, du hast recht, ja, daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht, es ist richtig, es lag, liegt wahrscheinlich, vermutlich daran, dass ich können wir auch mal wieder das WLAN. Ja. Also Achtung. Also, sprich für euch alle, erstens sowieso wahrscheinlich gesünder mit Kabel. Ein bisschen dann gesünder. Dann schneller, ja, also hast du weniger Verluste. Und da habe ich ja, da hat er gleich gesagt, ach, da vorne ist ja einer. Da kann ich noch dran erinnern. Ja. Also es war auf jeden Fall nicht möglich, die Wand. Also er hat es dann, weil er gedacht hat, ich wäre einfach tatsächlich zu unfähig, was ich in vielen Situationen auch tatsächlich bin, weiß, ja. Und deswegen wollte er erst dann ich probieren. Ich hab wirklich gedacht, er gleich ist so unfähig, um eine Wand zu bauen. Ja, und dann hat er es probiert und es ging ihm genauso. Ja, also, es ging mir halt wirklich genauso, weil normalerweise, Leute, ich komme eigentlich in jede Wand rein, aber auch ich habe es nicht geschafft, gegen diesen Ping das zu machen. Ja, was macht man auch mit dem 30er Ping gegen den 0er Ping? Bam. Alter, Feuer. Wo sind die nächsten Gegner? Wie sind wir bei 15? 16. 16. Oh, ab dem Zeitpunkt habe ich alle möglichen Leute geholt. Cool. Ja, und vorhin haben wir auch, wie gesagt, wieder Gauntlet Duo Turnier gespielt und irgendwie, da hat er auch zwei
übelste Runden rausgehauen. Ich habe einfach mal so gesagt, wir kommen eh nicht über 30 Punkte. Wir sind mit wenigen mit drei Matches mit drei Matches bei 50. 52 Punkten. 52, jetzt. Genau. Ist ein bisschen was. Ja. Da möchte ich sagen, wie kann man so inkompetent sein? Stimmt, das hat, kann ich mich sogar noch dran erinnern, wie du das sogar gesagt hast, ja. Aber mit diesem Programm, Leute, ihr seht es schon, es leckt. Der braucht gar nicht landen, ja, das ist schon. Landen ist schon eine Straftat da. Hallo. Ja, bei 20. Soll hier schön 20. Jetzt kommt der Finale. Jetzt kommt der Finale. Der Finale. Der ist so Trickshotten, das weiß man. Das hört sich so geil an. Und die Luftballons abgeschossen. Zu dem Zeitpunkt habe ich Fortnite-Tracker aufgemacht. Ich habe mir kurz, weil ich habe gesehen, der ist nicht gut, ne? Ich habe mir jetzt eine gute Position geholt und habe Fortnite-Checker aufgemacht. Also nur zur Erklärung, warum, weil es gibt irgendwie beim Fortnite-Tracker einen Bug. Genau jetzt, genau. Und die jetzt. Highest-Kill-Runden werden leider nicht korrekt. Ja, deswegen, Leute, seht ihr auch bei mir an alle Leute, die denken, die 35-Kills-Runde von Solo Duo ist fake. Weil halt die nicht in dem Best steht bei mir. Kann ich total nachvollziehen, wenn ihr denkt, dass das fake ist. Weil, würde ich ehrlich gesagt auch denken, wenn ich das nicht wüsste. Und ja, wenn man Fortnite-Tracker nicht nebenbei offen hat, dann wird die Runde nicht als High-Skill-Runde gezählt. Ja, weil die einfach zusammengerechnet werden und dann geteilt ja, werden. Ja, das Witzige ist ja, Fortnite-Tracker, ne? Ich habe Fortnite-Tracker einfach so aufgemacht und kill ihn dann noch. Mhm. Okay, also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, bis dahin, haut rein und tschüss.